Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem kleinen Überblick über die 50 neuen Pokémon aus Gen 3, damit jeder Bescheid weiß, welche es überhaupt gibt. Also fangen wir direkt an. Dann werden natürlich erstmal die Starter und deren Entwicklung: Gekkabor, Reptane, Gewaltro, dann Flamly, Junglut, Logok, Wasserstatter, Hydropi, Mogabel und Sumplex. Dann haben wir Pokémon in zwei Entwicklungen. Dann haben wir zuerst Baumpel, der entwickelt sich in Shaloko und Papinella oder Panikon und Pudox. Dann haben wir Samurze, der wird zu Blanas oder Tengulis. Dann Trasla, die wird zu Pilier und dann zu Gardevoir. Dann natürlich momentan das Beste, Bummels, Weiterentwicklung Moontier, letzte Stufe Leterking. Pokémon mit einer Entwicklung, Fifian, Entwicklung Magnayan, falls man so ausspricht, Zigzags und Giradax, Kniels und Kapilz. Dann vielleicht der zweitbeste oder sogar der beste, Makuhita wird zu Hariyama, Eneko, Enekogo, Blitzeblitz, Voltenso, Medital und Meditales, Schlippuck wird zu Schluckwech und Spoink und Groink. Dann Pokémon ohne Entwicklung, Schlüssel, Minon, Roselia, Sengo, Vipitis, Absol, Trunkiefer. Dann haben wir noch zwei Baby-Pokémon, Azugel und Isso. Das waren alle 59. Davon kann man nicht alle fangen, so mehr dazu jetzt. Und zwar, dann gibt es noch zwei bzw. vier Kontinental-Pokémon neue. Also vier gesamt und zwei sind halt auf unserer Seite. Und zwar Minon und die Schlange. Und Plusle und Sangus sind auf der anderen Seite. Ich blende euch das mal ein, wo was zu finden ist. Dann gibt es halt zwei neue Baby-Pokémon. Die kann man nur schlüpfen aus den Fünfern. Und ich blende euch hier nochmal die neue Liste ein. Von den neuen Pokémon, die man aus den Eiern schlüpfen kann. Aus den Zweiern nichts Besonderes. Eigentlich nur die häufigen Sachen. Aus den Fünfern dann die Starter-Pokémon. Ich habe Flamely und Gekkabor noch gar nicht gesehen. Hydropi haben wir ein Nest. Dann der Kampftyp, der ist nicht schlecht. Und dann halt die zwei Babys. Und zwei der Geister, die es bisher auch schon gab aus dem Fünfer. Und aus dem Zehner gibt es halt die, die zu Gardevoir wird. Wobei, die habe ich schon öfters gefangen. Also denke ich mal, ist die relativ häufig und nicht so gut aus dem Zehner. Dann den Affen, den baue ich noch. Und zu Biggest, den gab es bisher auch schon. Und dann gibt es halt noch eben Absol und dieses Kiefer-Pokémon. Absol habe ich im Raid gemacht sogar. Aber wild habe ich den noch nicht gesehen, also ich habe keine Ahnung, ob man die auch wild fangen kann. Ein paar meinten schon, aber ich weiß nicht, ob die es mit dem Raid verwechselt haben, weil auf der Map sieht das Raid-Pokémon genauso aus, wie als wäre es wild. Also schreibt unten in die Kommentare, falls ihr Absol und dieses Kiefer-Pokémon bereits wild gefangen habt, weil ich habe es bisher echt nur vom Raid gesehen, die zwei. Aber das war's auch schon. Kleiner Überblick über alle 50 Pokémon, die neu gekommen sind. Ein paar kann man fangen, ein paar kann man nicht fangen. Aber es gibt bestimmt schon welche, die haben wieder alle. Ich versuche die Tage noch den Decks voll zu machen mit den neuen, ein paar Nests abchecken und so. Aber das war's erstmal. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele von den neuen ihr schon habt. Checkt den Shop ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.